Ich würde es jetzt nicht überraschen, wenn jetzt noch ein paar Viecher kommen. Oder ich habe Glück gehabt. Du hast gesagt, auf dem Friedhof wäre es lustig. Und offenbar hast du großen Quatsch erzählt. Vielleicht willst du ja zurück. Ich hole es nicht. Das kann doch der Lebende tun. Wer? Ah, richtig. Wie wär's? Wir wären wirklich sehr dankbar. Das ist kein einfaches Buch. Mit dem Normanomicon kann man Tote beschwören. Na, das klingt jetzt so bösartig. Wir haben nichts Diabolisches mit den Toten vor. Wir wollen nur etwas Abwechslung und Unterhaltung. Scheint Zwillinge zu sein, denen ich jetzt aber auch. Warum hast du nicht an das Buch gedacht, bevor wir gegangen sind? Auch wenn es jetzt was Schlechtes vielleicht damit vorhalten. Ah, genial. Problem gelöst. Die Sache ist die. Das Buch ist in Millfields. Unsere Mutter hat es. Sie sagte immer, sie nimmt es mit ins Grab. Und so war's. Das Buch kriegt ihr nur über meine Leiche, sagte sie immer. Gruselig, diese Vorahnung. Ihr müsst es also nur ausgraben. Ja, dann graben wir halt die Mutter aus. Ach, super. Hühnerschreck, Kinderschreck, dann auch Leichen hier, Leichenschänder. Ich wünschte mir bessere Titel für meinen Helden. Ist das hier? Nein, das ist nicht die Mutter, oder? Nein. Ich höre da irgendetwas. Waren, glaube ich, nur ein paar Krähenknochen. Kommt doch einiges wieder auf uns zu. Diese lästige Viecher. Die werden nicht immer Kohle Menschen oder so. Kohle Männer. Ja, sind sie geworden, ne? Ich glaube, ich 10 oder 15, ja, das könnte nicht ausgehen. Gut. Jetzt knurrt er schon wieder. Kommt da noch was? Gefällt mir schon echt sehr gut. Ich glaube, mit der laufe ich jetzt auch bis zum bitteren Ende. Das knurrt schon wieder. Noch mehr? Habt ihr nicht endlich genug? Hättet ihr ein Hirn, dann hättet ihr mich schon längst gebraucht. Das sieht doch ganz nett aus. Leuchtet da irgendwas? Nö, nur eine Fackel. Gut, dann geht's weiter. Gott, wo haben die Brüder denn die Mutter begraben? Das ist ja schrecklich. Am anderen Ende der Welt, oder? Stimmt, ich hätte ja gesagt, dass sie sich ins Kursport.
Milchviech oder Hundehaus oder was weiß ich. Und da purzeln die Kinder. Auf 16. Ja, ein dicker Brocken. Ich auch was am Bett ab. Na, komm her. Das war's auch schon wieder. Gut, ich schau mal ganz kurz auf die Uhr. Wie lange ich hier schon aufnehme. Ja, fast 2 Stunden. Ach Gott, das Rennen wird schon wieder dauern. Bestimmt wieder 5-6 Stunden. Okay. Da ist das Dorf. So, und wo liegt die Mutter? Leute, was macht ihr hier mitten in der Nacht? Da kommen alte Erinnerungen wieder hoch. Aber leider nicht. Gehe ich jetzt wirklich? Wo haben die Mutter begraben? Wollen die mich verarschen? Wird das wieder im Industriegebiet? Hier ist niemals die Mutter. Renn ich denn hier rum? Ich sag mal, verarscht ihr mich? Wasch deine Socken. Ui. Nein, nein, oh mein Gott. Oh mein Gott, das will ich doch gar nicht. Hör auf zu schreien, ich tu dir doch nichts. Tut mir nicht weh, nein, bitte. Nein, oh mein Gott. Oh, das ist wundervoll. Danke. Bitte gar nicht wehtun. So. Was soll hier die Mutter sein? Ich glaube, das wird hier nichts. Wir laufen wieder zurück. Ah, was ist denn das hier nettes? 10 braucht man dafür. Okay. Ja, da brauche ich noch ein paar. Ich habe hier viel erlebt. Wäre schön, wenn. Ach, wo kommst du denn her? Entschuldigung. Kinderarbeiterin, Joe, ich wollte dir nicht wehtun. Jo, ist alles wieder gut, sind wieder Freunde. Wo kann ich denn jetzt schon wieder hin? Ach Gott. Ist das der hässliche Hund dort unten links? Ja, Leute, keine Ahnung, wo ich jetzt hingehe. Ich folge nur diesem blinkenden Licht. Ja, egal. Mal schauen, wo mich das Licht hinführt. Das Glitzern. Beziehungsweise, wie lange dauert diese Nacht noch an? Das ist ja unsympathisch. Ich mag keine Nächte. Damen lieben euch. Ihr könnt den Schminktipps untereinander austauschen. Ja gut, ich habe das schon wieder jemanden gehört. Ihr sicherlich auch. So ein kleiner Bastard.
Wo bist du denn? Ich mag kleine Welten gerne. Am liebsten knusprig am Spieß gebraten. Wo ist er denn? Ist er da drin? Aufmachen, sofort. Hallo. Habt ihr denn gar kein eigenes Zuhause? Komm, ich pfeife dir was vor, dann sind wir die besten Freunde. Warum nicht? Nein, um Gottes Willen, ich will dich. Warum drück ich immer zu? Ich hasse diese Fabriken. Könnten eure Hand. Das gefällt dem Zwerg. Sehr schön. Wir vermieten hier keine Betten. Ihr müsst es woanders probieren. Ja, ich suche nur jemanden hier. Anscheinend ist er nicht hier. Bist denn du? Dieser Reaver imponiert mir. Ja? Ich tanze auch mit dir. Knistern der Erotik. Ja. Ich habe die Leute satt. Ich würde am liebsten in die Wüste von Aurora ziehen. Da wäre ich wenigstens. Ihr solltet wirklich euch gehen. Könnte ich ihm Geheimnisse erzählen? Und ihn dann anzünden. Wir verbieten hier keine Betten. Ja. Ihr müsst es woanders probieren. Was ist nur mit der Jugend los? Da spielen drei Jungs ein Spiel mit Zauberern und nicht einer ihrer Kumpels verprügelt sie. Ich frag mich trotzdem. So, willst du was? In der Stadt gibt es... Du bist bestimmt doch tanzen. Geil! Nur noch 11. Ich glaube, das war jetzt nur mit Tanzen. Und ich mit dem restlichen Siegel. Hier ist noch einer. Es ist schön, statt der ganzen Verbrecher mal jemanden... Ihr könntet deine Tätigkeit als Schmied... Ich glaube, ich spinne. Zehn Siegel. Kurz woanders hin. Aber bitte mir nicht mehr auf die Füße. Komm her. Dich nehme ich auch noch. Die Hose ist echt fies. Zieht sie... Eure Hand? Ach, ja, oh Gott. Bilder in meinem Kopf. Die wollte ich gar nicht sehen. Ja, ich frage mich gerade, was das hier für ein Geräusch war im Spiel. Wisst ihr eigentlich, was ihr da anhabt? Ich hoffe, ihr habt es jetzt nicht gehört. Das war ein lautes Kratzen. Hatte auch mal einen. Mit Püree und Erbsen. Wo ist das Vieh? Wo steckt der? Ah, nein. Ich kann es gern noch 1000 Mal sagen. Ich hasse euch. Ja gut, ich hasse dich auch. Lauf! Ist aber mir egal. Wo ist denn? Das kann doch nicht wahr sein. Der ist sicherlich auf der anderen Seite. Lauft! Zu heulen. Die Tür ist verschlossen, na super. Gut, das müssen wir uns merken. Dahinter ist irgendwo noch ein Zwerg. Ah, Mühlfields, jetzt sind wir da. Oh, Big Bessie oder irgendwas wird dastehen. Was für ein Koloss. Da fällt mir nur ein Bild ein. Ich hab da irgendwie so ein... Ach, nee, lassen wir das. Ich will ja keinen Scheiß erzählen. Gut, aber ich würde jetzt sagen... Na, ich bin jetzt Arschmüde. Und es sollte jetzt reichen. Gut, ich nehme jetzt, glaube ich, auch knapp 2 Stunden auf. Das reicht locker für die nächsten Tage.
Ja, also dann, ich bedanke mich fürs Ansehen und wir werden uns sicherlich oder hoffentlich, ich hoffe es zumindest so, im nächsten Part dann wiedersehen, ja? Gut, danke und bis bald. Tschüss.